Mahlzeit, ihr Prügelbrüder, Knochen wieder hier. Heute fahre ich die New Mexico. Das ist ein Monster-Schlachtschiff. Rang 6 bei den Amerikanern, in Dienst gestellt 1918. Also konventionelles altes Schlachtschiff. Aber wirklich geil anzusehen. Ja, vor allem auch die Tarnbemalung ist natürlich auch der Bringer. Ich finde es wirklich, es ist für mich ein richtig geiles Schlachtschiff. Und habe bisher auch eigentlich gute Gefechte gemacht. Ich fahre mal zu C rüber, da werden bestimmt einige von uns sich hinbegeben. Wir haben vier Drillingstürme A356 mm mit 14,9 km Reichweite. Und was wollte ich noch? Achso, 21 Knoten, Maximalgeschwindigkeit. Ist nicht sonderlich schnell. Es sei denn, man hat vielleicht noch, wenn man Glück hat, Signalding drin, diese Signalflagge, wo die Geschwindigkeit nochmal 5% erhöht wird, ist jetzt auch nicht so der Bringer, aber immerhin besser als 21 Knoten. Da muss man jetzt leider durch. Das sieht so krass aus, das Ding. Ich find's auch geil, wenn man so nah ranzoomt, wie man hört, wie die Türme sich irgendwie drehen. So. Okay, das klang jetzt ein bisschen wie Chewbacca, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ich habe hier noch ein Aufklärungsflugzeug. Um meine Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Und ansonsten ist alles beim Alten. Ehrlich gesagt, ich habe die verbesserten Verbrauchsmaterialien eingebaut. Wenn man genug Kohle hat, sollte man das machen, die 22.500 mal investieren. Gut, in meinem Fall ist es so, dass das Brandbekämpfungsteam jetzt nichts kostet. Davon hatte ich letztens 250 bekommen. Und zwischendurch kommt man wahrscheinlich immer wieder mal welche. Also man muss das eigentlich nicht bezahlen. So, wir haben hier nur einen Flugzeugträger. Rujo. Rujo. Gegnerische Streitkräfte, Augen auf, beim Eierkauf. Einer erober. Dafür muss ich mir natürlich jetzt nicht extra hier meinen Jäger in die Luft schicken hier. Mein Aufklärungsflugzeug. Ich weiß auch nicht, ob der hier durchkommt. Wenn er da durchfahren würde, wäre das was anderes, aber ich weiß nicht, ob er das macht. Ne, er macht es nicht. Where is everyone? Doch, er fährt da durch. Sonst hätte der nicht dahin geschossen. Denke ich jetzt mal. Sternensturm. Okay, gut. Weiß zwar nicht, was soll ein Sternensturm sein soll, aber ich kann so viel sagen, da kommen Torpedo. Bomber. Okay, von der König die Flak, die ist schon am Ballern. Ich werde jetzt also auch nicht ohne Grund so nah mit ihm zusammenfliegen. Torpedos direkt voraus. Gut, krieg mal einen ab. Die Flak ist ja echt mal für den Arsch hier. Nein, 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 nein. Ein Akku krieg. Hey! Kein Wassereinbruch, immerhin. Ein Flugzeug abgeschossen. Hey, jo. Der fliegt ja echt überall hin mit seinem Krempel hier. Wird Zeit, etwas wegzuschießen hier. Und zwar dieses Drecksteil. Man hört doch richtig, das ist wirklich Gewalt, die da beim Abfeuern dahinter steckt. Ich werde ihn nicht treffen, weil er natürlich schnell wieder hinter der Insel ist. Aber war ein Versuch wert. Denn es ist ja eh kein anderer Gegner hier zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob so clever ist, hier jetzt weiterzufahren. Aber natürlich wollen wir alle cappen. Nachladezeit ist eher relativ hoch. Bei der Fuso habe ich nicht so eine lange Nachladezeit. Steht der da oder was? Aufklärungsflugzeug in der Luft. Der fährt ganz langsam. Ich hätte ein bisschen höher zielen sollen. Haben wir auch die Zerstörer. Aber immerhin, das hat vier Treffer gebracht. Jetzt fahre ich natürlich auch noch Breitseite. Kaiserpanzer, was zur Hölle ist ein verdammter Kaiserpanzer? Lad nach, lad nach. Ich hoffe, dass ich vielleicht die Zitadelle treffe. Wäre natürlich mal eine geile Sache. Ne, Erober, oh Gott.
Ja, fast eine halbe Minute Nachladezeit, das ist schon echt viel. Ich habe nur einen Treffer, das ist doch erbärmlich. Und die Eroberer ist natürlich recht schnell. Schwierig zu zielen dann, zu beschießen. Obwohl, jetzt, wenn er sich so dreht, bleibt so! Oh mein Gott, lad noch, Bruder. So, jetzt habe ich nicht allzu viel Zeit. Treffe ich was? Ja, ich treffe nix. Ja, auf schnelle Kreuzer zu schießen ist halt nicht so einfach, aber so ist das Spiel. Ist natürlich blöd für mich. Ich sehe den da und bin einfach nicht in Reichweite. Am Anfang war es ja noch schlimmer. Was hatte ich denn da als Reichweite? Ich glaube 12 irgendwas oder 13,6. Ich will nicht lügen, aber es war wirklich nicht viel. Und ich habe geflucht die ganze Zeit. Dachte ich, wie soll man mit diesem Schiff klarkommen hier? Es war ultra langsam. Noch langsamer als jetzt. Und keine Reichweite gehabt. Die machen wir uns klar hier. Fahr vor, du Drecksack. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Das wäre scheiße gewesen. Alles verfeuert, ne? Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Zitronentreffer. Wirklich was geleistet habe ich ja bisher noch nicht hier. Man sieht auch wirklich bestialisch langsam das Ding. Aber Johnny weg. Aber wenn ich und die König zusammenbleiben, könnten wir das schaffen. Ich muss nun endlich mal ein Schiff sehen. Da kommt er raus, da kommt er raus. Das ist jetzt meine Zeit. Oh ja, komm. Oh, hit it. Yes! Witzig, hat nur ein Treffer gereicht. Das muss aber ein ordentlicher Treffer gewesen sein. So, die König verzwiebelt sich. Entschuldigung. Vorteil ist jetzt, kein Zerstörer mehr unterwegs. Ich war letztens auch hier. Da war ich auch, ich glaube sogar selber auch mit dem New Mexico, war ich hier unterwegs neben der Fuso. Und da bin ich hier reingefahren. Ich hier reingefahren und habe einfach gecappt. Letzten Endes sind eh alle so weit aus der Reichweite, dass ich einfach versuchen werde zu cappen. Es wird ein bisschen knapp da. Jetzt überlege ich gerade, bin ich da durchgefahren? Ne, ich glaube, ich bin durch das andere Ding gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkommen würde. Ah, Digga. Streng dein Gehirn an. Kacke, warum ist die Nürnberg? Warum ist die so weit weg? Ein Treffer immerhin. Könnte vielleicht noch einer reingehen. Das wäre natürlich richtig schön. Ich glaube, ich treffe auch noch was. Ja, nicht hart genug. Nicht böse genug. Also ziemlich dämlich, dass er so weiter so fährt, aber okay, ich hoffe, dass das zum Vorteil für mich ist. Der andere Kollege ist natürlich näher dran. Ich hoffe, dass ich ihn aber versenke, weil ich killgeil bin. Jupp! Gegnerischer Kreuzer gesunken. So. Schon zwei Kills. Aber das, man merkt so, das ist so eine, diese typische Killgeil-Mentalität, auch bei mir. Obwohl die Kills überhaupt nichts aussagen. Ich habe schon Gefechte gehabt, da war ich Erster und habe gar nichts umgenietet. Einfach, weil ich mehrmals gecappt habe und auf alle möglichen Schiffe geschossen habe und was weiß ich nicht alles. Das wird aber natürlich hier, sollten wir bei C reinfahren, endlich mal cappen. Aber ich glaube, bis ich gecappt habe oder überhaupt im Punkt bin, ist hier St. Nimmerleinstag. Die Ober fährt auch rein. Da ist noch ein Torpedo unterwegs.
habe ich wohl entdeckt. Das sind die Fighter. Und auch der Nachteil ist wiederum, wenn die jetzt von mir wegfahren und das nicht zufällig gerade selber in New Mexico ist, obwohl es scheißegal ist, weil... Also, ich werde die nie einholen können. Und eine andere New Mexico, die natürlich 5 Kilometer vor mir ist, oder 15, die wird immer 15 Kilometer vor mir bleiben, wenn ich sie verfolge. Kilometer noch. Oh, komm schnell. Alter, kämpf nicht ohne mich. Fahr mal schneller, Mann! Ich meine, ich will noch mitcappen, denn ich will nicht, ich brauche echt noch ein paar Punkte hier. Ich werde erstmal einfach weiter so fahren. Komm, 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 komm. Jetzt. Okay, 3 Treffer. Gar nicht so schlecht. Total werde ich jetzt nicht rausfahren und ihm hinterher, denn dann würde er sich wieder von mir entfernen. Und das will ich ja nicht. Den einen hat es auch zerlegt hier. Und dazwischen sind immer welche aufgetaucht. Und hier rechts kam auch einer rein. Da weiß ich noch, da war ich noch im Kampf mit so einem, weiß ich nicht, irgendein Kreuzer. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier das Schiff gleich nochmal sehen werde. Ich hoffe aber. Der fährt ja auch irgendwie so dämlich hier durch. Da ist, oh, da ist er. Scheiße. Fuck, ich könnte gar nicht feuern hier. Heißt, ich muss jetzt zusehen, dass ich hier einen niedrigeren Punkt erwische. 1, 2, 3. Reicht einfach nur nicht aus. Jetzt wird es aber ausreichen. Fährt doch schön auf mich zu. Leider in einer blöden Position. Passiert. Ich habe ihn gar nicht getroffen, da kann man mal sehen. Er kommt jetzt ohnehin immer näher. Und wahrscheinlich macht er gleich gar nichts mehr. Er wollte ja nicht. Ich hoffe, ich krieg noch einen weg. Ich bin einfach in die Killgeller Dumbatz. Ja, so ist das halt. Oh, der andere Kollege schießt auch. Jetzt hat er ihn, glaube ich, gleich. Nee, doch noch nicht. Dann habe ich ja noch die Chance. Immerhin. Die reichen. Er hält ganz schön was aus. Hat eine ordentliche Panzerung. Offensichtlich. Und ich muss noch 18 Sekunden aushalten, wenn er dann nicht gleich weg ist. Mein Aufklärungsflugzeug wurde zerstört. Diese Schweine! Okay, jetzt kann ich mir den... Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mir den lacken. Aber gelackt. Gelackmeiert bin ich hier. Okay, vorwärts in den Tod. Marsch in blutigen Stiefeln. Die Geschütze drehen sich verhältnismäßig schnell, dachte ich mir eigentlich. Aber ich glaube, das ist nur eine Illusion. So, komm her. Natürlich auch im Auge behalten, wie denn die Geschütze fliegen. Okay. Dann muss jetzt verfolgt werden. Die Bayern hatte aber, glaube ich, 24 Knoten drauf. Und wir haben jetzt nur noch, ja, die Bayern zu verfolgen. Er ist natürlich auch nicht ganz blöd, der Typ. Einen habe ich noch gemacht.
Die Frage ist natürlich, bleibt der immer bei 14.1 jetzt? Wenn ich weiter so fahre, ich fahre mehr oder weniger so schräg auf ihn zu. Wenn er so fährt, wird es natürlich knifflig. Oder kniffliger. Okay, er dreht schon wieder. Insel vor mir? Nee. Da sieht man mal, wie die auch dann streuen. Er meint, der Flugzeugträger ist, oh, hat kein Flugzeug mehr, ja? Mhm. Oder meint er unseren? Kannst du natürlich auch haben. So halb was werden. Oh, auch nicht. Ah! Okay, ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen kniffliger hier. Er ist halt nicht ganz blöd. Aber ist okay. Er muss ja auch zusehen, wie er hier noch sein bisschen Leben hält. Er ist natürlich scheiße, weil er ist einer von zwei jetzt hier noch, die es gilt auszuschalten. Und dann fährt er hier wie die letzte Zichte. Das wird auch nichts. Okay, muss man natürlich dazu lernen. Ah, ich glaube, einen Treffer mache ich. Nee, gar keinen. Wahnsinn. Das ist mir auch eine Latte, denn da sehe ich gerade den Flugzeugträger. Ich werde gleich nach der nächsten Salve mal wechseln. Jetzt noch ein halbes Minütchen durchhalten hier. Ui, 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 ui. Und er ist wieder nicht zu sehen. Ein Zitadellentreffer. Okay, ich drehe jetzt auch mal. Ich will ein bisschen näher rankommen. Natürlich blöd, dass ich jetzt gewechselt habe, wo ich jetzt das, den... Da ist er wieder. Swans Lorch. In Brand gesteckt. Shane, Shane, Shane. Ich würde ja gern den noch versemmeln, aber ich glaube, der kann sich noch retten. So schnell bin ich aber nicht. Es wird nichts mehr. Ah, und schon wieder gewonnen, verdammt. Es wäre geil gewesen, hätte ich noch einen versenkt und mal ordentlich. Guck mal, die Festleistung. Klar, knapp 50.000 Schaden ist jetzt nicht der Bringer. Und wahrscheinlich bin ich auch eher weiter unten. Ja, man hat halt solche und solche Gefechte. Okay, ich bin nicht ganz weit unten. Solche und solche Gefechte und dementsprechend läuft halt eben mal besser und mal schlechter. Mal verliebt man, mal gewinnt die anderen. Blablabla. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Ihr wisst ja, abonnieren oder eben nicht. Pff, auch egal, ne? Ne, ist mir nicht egal. Bitte abonnieren, bitte, bitte. Und wir sehen uns im nächsten Video. Horido, holla die Waldfee. Viel Spaß noch. Bis denn dann. Ciao, ciao.